Movement. Ah ja, das kennen wir ja schon. Okay, schließen. Wir haben noch die Temperatur. Ja. Das Thermal Comfort Overlay oder auch F4. Okay. Na gut, also auf F4 können wir wohl irgendwie sehen, wo es wie warm oder kalt ist. Das heißt, Komfort ist grau. Das heißt, das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Heat ist hier oben sogar ein kleines bisschen. Wenn ich das hier gerade richtig sehe. Ist das hier auch Heat oder ist das jetzt nur der Sauerstoff? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hier im Wasser, das ist ja recht klar, verlieren wir Hitze. Das heißt, theoretisch könnten wir hier so ein Schwimmbad bauen und dann immer schön reinspringen, wenn unsere Leute überhitzen, weil sie mal wieder zu lange am Rad aktiv waren. Okay, und der hat jetzt hier auch irgendwie Wasser. Und macht jetzt was genau? Aha. Also auf jeden Fall wird jetzt hier Nahrung hergestellt. Glaube ich zumindest. Ja, es sieht wirklich sehr lecker aus, muss ich auch mal sagen. Kann mir was Besseres? Die sehen alle jetzt nicht so richtig geil aus. Und das ist auch das erste Gerät, mit dem man Nahrung herstellen kann. Ich denke, da kommen später vielleicht auch noch ein paar bessere. Na gut, müssen wir uns erstmal mit dem zufrieden geben, was wir hier so haben. So, Food Safety. Oh, das klingt nicht gut. Okay, also wir müssen ja nach Keimen quasi Ausschau halten. Das ist nicht gut, weil ich glaube, das hier ist nicht so gesund, was wir hier machen. Hygienestation. Okay, es gibt sogar kontaminiertes Essen. Das klingt ja gar nicht gut. Okay, schauen wir mal, was wir alles haben. Hier haben wir noch nichts soweit. Power, okay. Ich glaube, wir haben hier so das, was wir aktuell bauen. Oh, eine pneumatische Tür. Das sieht krass aus. Okay. Wir könnten zum Beispiel hier hinter. Und dann sind wir halt direkt beim Scheißhaus. Das ist jetzt auch nicht der beste Platz zum Kochen. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir könnten hier oben einfach eine neue Etage bauen und sagen, da bauen wir erstmal die Küche hin. Das heißt, wir machen hier, zack. So. Dann haben wir eine pneumatische Tür, die bauen wir mal hier ein. Und dann funktioniert das hoffentlich. Und dann sagen wir noch, die sollen hier ein bisschen was ausheben. So. Ich bin gespannt. So, Medizin, das klingt doch schon mal gut. Ah, okay, hier haben wir das Ganze. Wir haben erstmal einen Waschbesen oder Besen oder keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Auf jeden Fall hier, wenn ich das richtig verstehe, wenn die vorbeilaufen, kriegen die oder werden die halt gewaschen. Das heißt, wir bauen, wenn wir hier die Küche einbauen, was jetzt aktuell der Plan war, da bauen wir das mal so. Dann laufen die nämlich hier immer vorbei und können das Essen nicht kontaminieren. Das wäre ja schon mal ein Anfang. Ventilation. Also es gibt schon sehr viel. Message Table oder Massage Table, sollte man eher sagen. Gut, da können wir wahrscheinlich Stress abbauen, würde ich jetzt mal so. Ah ja, okay. Ja, die stinken alle schon bis zum Himmel, deswegen hier, die brauchen was zum Waschen. Aber das bauen wir ja gerade. Wobei ich nicht weiß, ob die eine aktive Wasserleitung brauchen oder ob es reichen, dass die hier quasi was, Flaschen auffüllen, hier hochtragen und dann hier das auffüllen. Hoffen wir mal, dass es reicht. Wir werden sehen. Okay, Vitals gibt es hier zum Beispiel. Das heißt, wir sehen hier einen Grizzly. Okay, es ist die Qualität des Essens, die sie brauchen. Stress ist auf null, das ist schon mal gut. Dann Dekor. Na gut, haben wir aktuell, glaube ich, noch gar nichts. Ich weiß nicht, dekoriert haben wir nicht wirklich viel. Gegessen haben die auch alle irgendwie noch gar nichts. Aber zumindest Gesundheit und Immunsystem sieht noch gut aus. Aber ich glaube, das ist halt so am Anfang. Oh, oh, was passiert hier? Ein neuer Duplikant ist verfügbar. Aber er, okay, er kommt nicht raus, solange wir nicht draufdrücken. Das heißt, ich kann jetzt hier Choose Duplikant. Okay. Und dann können wir jetzt eine auswählen aus diesen drei. Ah, nee, wir können alle? Nee, Moment. Rechecked. Ah, doch, wir können alle ablehnen oder aber einen annehmen. Bodenloser Hunger quasi. Klingt erstmal nicht so gut.
Jean könnte hier vielleicht kochen. Das wäre doch eine Idee. Bräuchten nämlich jetzt, glaube ich, einen Koch. Wir nehmen einfach mal den, weil ich will jetzt hier einen Koch. Cancel. So, den, bitte. Print. Ah, okay. Ja, gut. Wir müssen den jetzt hier printen. Interessant. Und da ist er. Perfekt. Jean. So, und du bist jetzt unser Koch. So, kann ich das hier irgendwo nicht. Research haben wir auch, aber dafür brauchen wir erstmal eine Research Station. Prioritäten. Unser Jean, der soll ja kochen. So, das heißt, er hat eine hohe Priorität zum Kochen. Und die anderen haben eine niedrige Priorität zum Kochen. So. Okay. Die Ellie kann gar nichts erforschen, weil sie ein Jokel, was auch immer das bedeutet, keine Ahnung. Okay, und er hier kann nicht bauen. Ah ja, okay, das habe ich, glaube ich, gelesen, ja. Aber gut, der soll auch nicht bauen, der soll kochen. So. Weißt du, so, kochen die hier? Ich weiß es nicht, ob das hier der. Doch, da kochen die. Das sieht ja echt wundervoll aus. Okay, das müssen wir hier nach oben bauen, das Kochen. Das geht ja so nicht. Das sind ja hier Bedingungen, das ist ja unglaublich. Aber wenn da das Gesundheitsamt vorbeikommt, haben wir auch ein Problem. Aber gut, ich glaube, die werden hier nicht ausgeprintet. Sonst, ja, wäre das eher unschön. Aber wir können ja auswählen, wenn wir printen. Von dem her, wenn da einer vom Gesundheitsamt kommt, dann printen wir den einfach nicht. Dann passiert da hoffentlich auch nichts. So. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aufpassen, dass hier die Leute von den Hygienen her noch halbwegs gut aussehen. Und nicht, dass sie uns irgendwann alle wegsterben, weil die hier irgendwelche Krankheiten haben. Aber bisher. Okay, wir brauchen jetzt natürlich ein weiteres Bett. Und ich würde sagen, wir bauen gleich einfach noch mehrere. Deshalb. Ah, hier mal die Research Station. Okay. Braucht auch Strom. Ich finde, so einen Reaktorraum sollte man eigentlich nach unten bauen. Das macht unten ja schon mehr Sinn. So, hier haben wir drei hoch. Das heißt, hier mache ich vielleicht. Ja, 1, 2, 3, 4. Dann könnten wir hier eine Wand rein. Das passt ja perfekt. Moment. Wir bauen hier Teils. So. Haben wir nämlich hier genau 4 Abstand. Hier haben wir nochmal 4 Abstand. Das heißt, hier bauen wir auch nochmal Teils. So, ich weiß nicht, was das hier ist. Können wir dieses Nymph-Eck irgendwie. Cancel-Bild. Jetzt kann ich da auf dieses Ei wahrscheinlich nicht mehr drauf zugreifen. Mal schauen, ob da irgendwas mit passiert. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es was ganz Seltenes und super Tolles. Und jetzt geht's einfach weg, weil ich da was drüber baue. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wahrscheinlich werde ich mich immer noch verteufeln, weil ich das hier gemacht habe. Aber egal. So, hier wollen wir auch mal noch ganz kurz ausheben. So. Aber den Generatorenbaum hätte ich wirklich gerne ganz unten. Das heißt, hier. Das heißt, wir bauen hier einfach nochmal einen Generator. Beziehungsweise vielleicht zuerst sogar eine Batterie. Wir bauen hier so ein Batterie-Array. So, sehr gut. Und hier dann. Okay, jetzt ist irgendwie schon fertig. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Ressourcen. Aber gut, wenn die das hier ausheben, dann sollte das doch eigentlich gehen. So. Ich sage, hier wird es dann. Ne, hier wird ja eigentlich nur Strom produziert. Wo wollen wir denn den Sauerstoff produzieren? Vielleicht einfach hier die Etage drüber. Und dann können wir vielleicht später irgendwie so ein Ventilation-Gedöns bauen. Aber da müssen wir wahrscheinlich auch erstmal was für erforschen. Das heißt. Was haben wir hier eigentlich? Okay, hier haben wir quasi ein Sarg, auf gut Deutsch. Ich hoffe, den braucht man nicht allzu bald. Vielleicht sollten wir erstmal so ein Medizinbett noch bauen. Oder erstmal ein normales Bett. Ja, wo stellen wir das hin? Tatsächlich haben wir so ein bisschen Platzprobleme, finde ich. Okay, wenn wir hier noch ein Bett. Noch ein Bett, dann können wir es vielleicht hier hinbauen. Und dann bauen wir hier noch unter Furniture die normalen Betten hin. So. Sauerstoff, weiß ich nicht. Wie sieht es denn da aus? Wo haben wir das? Das sieht noch relativ. Ah, hier unten ist es nicht gut. Hier unten ist es gar nicht gut.
Hier oben ist es aber sehr gut. Also das haben wir eigentlich schön hinbekommen. Und tatsächlich scheint der Sauerstoff so nach oben zu fließen, sag ich mal. Ja. Zudem, wenn wir das hier einbauen, dann wird es wahrscheinlich auch dauern, bis der Sauerstoff hier runter geht, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Ich kann es noch nicht einschätzen, wie sich das hier genau verhält. Wir müssen wahrscheinlich abwarten. Aber gut, jetzt müssen wir eh erstmal warten, bis wir hier diese ganzen Generatoren haben. Okay, okay, das ist sehr schlecht. Uns ist hier dieses Oxylite wahrscheinlich komplett, ja, toll. Super, geht ja gut los hier. So, bauen wir hier mal eine Decke. So, jetzt haben wir hier einen Wassereinbruch. Das war so überhaupt nicht das, was ich wollte. Jetzt haben die hier natürlich Probleme, weil die jetzt... Ach, verdammt. Ach, okay. Das hier ist Sand. Der geht nach unten und dann ist das Oxylite weg. Und dadurch kam es hier... Jetzt haben wir noch eine Essensknappheit. Ja, das ist ja echt toll hier alles. So, okay. Na gut, da haben wir zumindest hier oben diesen See jetzt leer gepumpt. Mehr oder weniger. Dann können wir... Ich meine, hier können die theoretisch Wasser wieder abfüllen. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Dann das Essen hier ist halt nicht sonderlich lecker. Aber es sollte doch eigentlich zum Essen reichen. Aber wahrscheinlich ist es schon zu wenig. Invalid Construction Location. Ja, weil da Wasser ist wahrscheinlich. Ah, nee, die müssen erst noch Details bauen. Da müssen wir kurz warten. Warspisse. Das wurde immer noch nicht gebaut. Wegen der Invalid Building Location, weil hier Unreachable Dig, weil vielleicht geht die Tür nicht auf. Auto. Ah. Permission. So. Oder machen sie einfach auf. Auto und alle dürfen. Ich hoffe mal, das ist... Ah, okay, nee. Ah, wir sagen denen jetzt, okay, alle dürfen hier quasi durch. So, made a mess. Oh, ja, hier sieht es echt nicht mehr schön aus. Ja, der Wassereinbruch hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen. Aber gut, jetzt ist auch zu spät. Jetzt müssen wir damit leben und hoffen, dass wir das irgendwie überleben. Na gut, na gut. Ja, eigentlich können wir gerade nur warten, deswegen spule ich hier gerade. Was haben wir hier? Stress 12% bei Ari. Wir brauchen dieses Massagebett. Wir können ja irgendwie gar nichts mehr bauen. Warum? Das verstehe ich gerade nicht. Warum die ja nichts bauen können. So, und... Bauen die das hier automatisch ab, oder? Ach, die kommen nicht mehr an. Oh nein, die Essenskiste ist jetzt quasi... Oh nein, der ist, glaube ich, krank. Oh nein, und das blöde Medizinbett ist noch nicht fertig. Das Problem ist hier, dieser Einbruch ist genau über unserer Essenskiste passiert. Deswegen können die daraus nichts mehr holen. Oh nein. Das ist ja wirklich Worst Case hier. Und hier fällt immer mehr auseinander. Oh nein. So, was macht er jetzt? Ah, es ist endlich fertig. Sehr gut. Hier können sie jetzt endlich sich mal waschen. So. Und das Medizinbett, das ist auch wichtig. Sehr gut. Dann kann man wieder ein bisschen runterschalten. So, wir brauchen es immer noch... Ah, okay, okay, okay. Jetzt sieht es wieder besser aus. Wir können wieder mehr bauen. Wir bauen zunächst mal einen Massagetisch. So, wir bauen mal hier hin. So. Damit die ja schön massiert werden können. Das baut hoffentlich ein bisschen Stress ab. Können wir dann hier, müssen wir das wegdicken oder? Scheinbar schon. Okay, damit die ja auch wieder aufs Klo können. Das geht ja auch nicht mehr. Toll, toll, wirklich toll. Und dann würde ich hier unten tatsächlich sogar gleich am Anfang vielleicht eine Research Station bauen. Ich habe, glaube ich, hier leicht übertrieben, oder? Mit den ganzen Batterien und so weiter. Egal. So, 0 Joule sind da drin aktuell. Eine Batterie fehlt auch noch. Und dann
vielleicht die Research Station so. Und dann weiß ich nicht. Geht es dann, wenn ich quasi hier jetzt das direkt verbinde? Wir können es ja mal ausprobieren. Also, wir bauen jetzt hier... Wo haben wir es denn? Hier. Wire. Hier rüber. Und ich hoffe, dass es auch über die Batterien dann gespeist wird. Jetzt haben wir noch zu wenig Sauerstoff. Das ist ja alles super. Das läuft ja schon richtig gut. Aber gut, wie gesagt, ich spiele es das erste Mal wirklich ernsthaft. Oh ne, was macht der denn da hinten? Oh, der ist wirklich krank. Oh nein. Und jetzt? Ist nicht gut. Gar nicht gut. Hat sie vielleicht erkältet, weil er hier überall Wasser ist? Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Und hier, das sieht auch irgendwie gar nicht gut aus. Alles polluted hier noch. Lieber Jean, dazu... Ah, nein, oh nein, oh nein. Hier geht alles den Bach runter. Okay. Diggen. So, wir brauchen hier ein bisschen Platz. Damit wir dann da oben hier einen neuen produzieren. Aber wir brauchen da noch... Ah, nein. Hier ist jetzt zu viel Wasser. Hier ist es wahrscheinlich auch schon krank. Weil das ganze Essen auch krank, also verseucht ist. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. So, die wird auch krank. Oh nee. Ja, das Essen hier ist halt nicht mehr gut. Aber wir können, glaube ich, können wir einen neuen... Ja, wir können auch keinen neuen bauen, weil Zeug fehlt. Okay, dann müssen wir erstmal hier weiter diggen. So, aber es sieht gerade wirklich nicht gut aus. Der ist jetzt vor allem hier hinten und verseucht alle unsere anderen. Oh nein. Ah, ich bin gespannt, ob er es überlebt oder nicht. Sauerstoffmäßig sieht es eigentlich ganz gut aus. Oder sagen wir mal, es ist okay. Hier unten sieht es eigentlich sehr schlecht aus. Aber davon abgesehen, ist es eigentlich wirklich okay. Ja, wir haben Flooding. Okay, ja gut, das ist noch überflutet. Da muss erst noch das abgebaut werden. Da haben die vielleicht auch wieder Essen. Wir könnten das jetzt auch erstmal machen, weißt du? Hier, das ist hier hohe Priorität. Kann ich das denen irgendwie sagen? So, er hier, ihm geht es immer noch nicht gut. Medical Building outside Med Bay. Wir haben noch gar kein Med Bay. Was soll denn das? Okay, er ist aber immer noch nicht gesund, auf jeden Fall. Zumindest haben wir jetzt einen Massagetisch, aber der braucht auch noch Strom. Toll. Na gut, dann Wire. Oh hier, was ist denn hier jetzt schon wieder? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Okay, schauen wir mal, ob das hier irgendwie funktioniert. Na gut, aber wir müssen ja auch erst noch hier so ein bisschen lernen, wie das Ganze funktioniert. Okay. Aber gleich können sie Stress abbauen. Wir sind nämlich jetzt schon aber 31% bei Ari hier unten. Der muss unbedingt mal auf den Massagetisch. Das ist ganz wichtig. Okay. Perfekt. Hat aber immer noch keinen Strom, weil hier dieser Generator noch nicht gebaut wurde. Und hier unten ist halt leider kein Sauerstoff. Das ist sehr schlecht. Weil hier sollen die ja dann strampeln. Aber ohne Sauerstoff wird es auch schwer. Und der hier scheint sich auch nicht wirklich zu erholen, habe ich das Gefühl. Oh, zumindest haben wir jetzt hier oben dieses Ding. Das heißt, wir könnten hier theoretisch Food, den Mikroben... auch. Und schon geht es nicht mehr. Okay. Aber vielleicht haben sie irgendwas anderes gebaut. Das Outhouse ist noch überflutet, aber hoffentlich bald. Jetzt sollten wir auch ein neues Outhouse bauen. Es gibt so viel zu tun. Unglaublich. So. Und so eine Research Station brauchen wir auch irgendwann mal. Aber ich glaube, das hat jetzt erstmal nicht die... Oh, er ist wieder gesund! Yes! Ah, und jetzt ist Ellie natürlich krank. Okay. Okay, wir haben hier den nächsten Generator. Das ist gut. Fehlt noch ein Kabel, dann ist er angeschlossen. Er muss wieder atmen.
Ah, naja. Der Status sieht jetzt nicht sonderlich gut aus von unserer Kolonie. Ich hoffe, dass wir es irgendwie noch machen. Made a mess. Hier, die... Ach so, weil die nicht aufs Outhouse können. Das macht natürlich Sinn. Aber das ist natürlich sehr schlecht. Das heißt, wir bauen vielleicht noch mehr von diesen Algenteilen, damit die hier noch ein bisschen... Eigentlich würde ich gerne hier noch einen hinbauen. Dann brauchen wir hier aber auf jeden Fall noch einen Teil. So. Und noch ein... Feuer. So. Okay. Dann müsste der hier erstmal angeschlossen sein. Und hier haben wir dann hoffentlich auch ein bisschen Sauerstoff. Dann... Was brauchen wir als nächstes? Eine Research Station. Ach, okay, die haben wir natürlich schon hier. Wurde aber noch nicht gebaut. Besseres Essen. Das wäre auch auf jeden Fall mal ein Anfang. So, machen wir das mal. Dafür hier oben dieses Ding hier hin. Und dann können wir mit... Ach, okay. Können wir nicht, weil hier irgendwas fehlt. Metall. Ja, wir haben zu wenig Metall. Wo kriegen wir denn das alles her? Ich glaube, hier gibt es verschiedene Metallarten und alle funktionieren wahrscheinlich. Hier haben wir zum Beispiel Kupfer. Geht wahrscheinlich. Ja. Gut, was haben wir hier zum Beispiel? Granit. Obsidian. Noch mehr Kupfer. Ich frage mich, ob man hier irgendwie an die Oberfläche kommt. Ob es hier eine Oberfläche gibt oder nicht. Keine Ahnung. Ich würde fast vermuten, eher nicht. Aber vielleicht auch doch. Keine Ahnung. Werden wir wohl noch irgendwann rausfinden. Also der Ari ist leider krank. Das ist nicht gut. Aber scheinbar können ja tatsächlich hier wieder genesen. Mit etwas Glück. Haben die einen Kurzschluss wegen dem Wasser? Oder...